heute guter Tag für die Spitzenmedizin in Bayern. Wir sind ein super Medizinstandort und wir machen ihn jetzt noch ein bisschen besser, indem wir eine Digitalisierungsoffensive starten, aus Daten neue Therapien entwickeln, indem wir eine Ausbildungsoffensive weiterführen. Wir wollen nämlich Medizinerinnen, Mediziner, Pflegekräfte, Hebammen bei uns im Land ausbilden und noch in höherem Maße als bisher. Und zum Dritten, indem wir neue Strukturen schaffen, noch agiler, noch besser werden, einfach zeigen, dass wir auch die Nummer eins sind. In München Herzzentrum und rechts der Isar zusammenbringen und insgesamt in München ein gemeinsames Dach schaffen. M1, die Munich Medicine Alliance, das ist ja im Grunde die Nummer eins in Europa.